können wir das nämlich auch wegmachen. Dann haben wir das schön sauber. Steinlager, ja, das könnte man bei Gelegenheit dann machen. Aber ich würde das tatsächlich hier dann so ein bisschen rumbauen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist eine Öffnung. Mal schauen. Easy peasy. Das am Abfallplatz können wir nicht abreißen. Da können wir nichts mitmachen, das müssen wir zerstören. Wir müssen es angreifen, um es kaputt zu machen. Wir könnten ja mal Hansa hinschicken. Aber ich kann nicht drauf schießen. Komisch. Komisch. Hätte ich schon gedacht, dass es geht. Ja, im Nahkampf, aber wir haben keine Nahkämpfer. Ich verlasse mich nie auf Nahkampf, mache das eigentlich so gut wie nie. Großtante von Hallo Louis kommt zu Besuch. Schön. Attributeintreiber ist doof. Können wir eine Granate drauf werfen? Wir haben auch niemanden, der Granaten hat. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher, ich weiß. Alle wichtig und das ist nur bevorzugt. Ja, das Essen wird langsam ein bisschen mager. Ich bin sehr froh, wenn jetzt dann der Dezember durch ist. Wir bräuchten auch mal einfach mehr Androiden, die essen nicht so viel. Wäre auch schön. So. Wir können ja mal weiter mal probieren. Ist jetzt zwar alles hier Baustelle. 23 Stunden. Okay. Wir können aber mal hier gucken. Na, da sind wir auch noch nicht ganz durch. Louis kriegen wir schon noch zum Glauben. Ja? Aber der ist sehr schnell im Aufbauen. Handelst du nicht? Das sind keine Händler, Lippo. Tag. 2,1. Uff. Also der Glaube ist war echt heavy zum Bekehren. Da müssen wir wirklich immer dran sein. Das dürfen wir nie vergessen. Handel mit Ikonium. Ja, okay. Hm. Ja, Louis ist ein bisschen ein harter Brocken, ne? 71% ist schon okay. Müssen da halt voll drauf sein. Ich finde das schade, dass man das nicht automatisch einstellen kann. Immer wenn verfügbar, versucht jeder den zu bekehren. Dass es da keine Möglichkeit gibt, dass wir ihm das zum Beispiel sagen können. Also, dass wir keine Zwangsverbekehrung haben oder irgendwie sowas. Aber Louis mag jeden aus der Kolonie. Das ist richtig. Er mag auch jeden bekehren gerade.
Naja, immerhin ist, wir um einen Prozentpunkt ändern wir den Widerstand, das ist auch gut. Wenn du diese Fähigkeiten verwendest, das hat mit dem restlichen nichts zu tun. Der Psi-Wirkergrad ist davon unabhängig. Jetzt sind wir schon auf 72%, ey. Wir machen erst ein Bekehrungsritual, danach jagen wir durch und dann gucken wir, was passiert. 5 Stunden noch, wenn alles gut geht. Ich finde es schön, dass mal jetzt die Wände geglättet werden. Das ist auch mal ein bisschen, weißt du, das ist so eine Kleinigkeit, die viel auswirkt. Ja? Oh, Höhlenrave müssen wir machen, ja! Mal, wo haben wir unseren Höhlenrave? Ach, hier müssen wir machen. Schreckliches Ritual, Höhlenrave. Oh no. -3 Stimmung. Oh nein. Was ist ein Höhlenrave? Das ist wegen unserem Glauben. Wir machen jeden 10. Dezember müssen wir einen Höhlenrave machen. Die müssten angewiesen sein. Die haben auf jeden Fall Saft. Betet. Ach Quatsch. Okay. Wo ist Louis gerade? Er muss aufstehen, sonst geht's nicht. Geben wir ihm erstmal hier richtig schön erstmal eine Bekehrung rein. Jo, ab dafür. Fang ihn! Schön beim Essen bekehren, jawoll. So, wie schaut's hier aus? 3 Tage. Warum? Wenn es gut läuft, wird der Glaube des Ziels an eine bessere, an eine Ideologie geschwächt und das Ziel bekehrt. Das kann schon an Savanskis Fähigkeit selber liegen, ja. Ja, umgedreht ist besser. Mach mal auch beim nächsten Mal. 3 Tage haben wir jetzt Luft. Das ist okay. Alle 3 Tage versuchen wir jetzt dann mit Savanski Louis ein bisschen zu bekehren. Wir kommen der Sache ja näher, ne? Also wir sind jetzt auf 61%. In beides in Verbindung wäre natürlich mächtig. Das wäre gut. Ah, hier kommt wieder Bierwürze rein. Das wird schön jetzt abgearbeitet. Ja, ein bisschen, vielleicht ein paar Fläschchen haben wir. Die sind ausgerüstet, Chat. Ja, leck. Und die sind nah dran. Und die kommen von links. Die Frage ist, lassen wir sie hier vorne abtropfen oder greifen wir sie von der Seite? Warte mal kurz, kommen von der anderen Seite auch noch welche? Nee, ich sehe zumindest gerade niemanden. Wir könnten natürlich schauen, ob wir sie hier auf die Entfernung nehmen können, weil wir die Seiten hier noch nicht zu haben. Das heißt, die kommen nicht zwangsläufig von oben. Das heißt, wir müssten uns quasi hier im Waldstück verschanzen. Hier wird's eng, weil die Granaten haben. Das ist mir zu knapp. Wir machen das draußen auf freiem Feld. Können wir das? Können wir nicht. Ist zu knapp. Die kommen sofort. Dann müssen es die Sandsäcke sein, Chat. Okay, also. Pfannkampf an die Seite. Schrotflintenmans in die Mitte. Okay. Geh mal immer ein bisschen Zucker, meine Lieben, ja?
Erstes weg. Immer schön mit Samanski einmal eine Betäubung reinstarten. Vor allem bei ihm hier. Er darf nicht schmeißen. Red hat's ordentlich bekommen, du. Okay. Hansa. Fangen. Ab dafür. Der nächste freiwillige Chat. Ja, Konzi, das, da gebe ich dir recht. Ah, schön. Paul macht hier gleich wieder sauber. Das ist gut. So, Lynn. Lynn ist kurz vorm Exodus. Der ist ja auch gleich tot. Sammler ist sofort hin. Schafft er wahrscheinlich nicht mehr. Egal wie. War schon zu schlimm. Kann man nichts machen. Ja. Lunge klauen. Das hätten wir, wobei das hätten wir auch nicht mehr geschafft. Da hätten wir ja auch erst Medikamente gebraucht. Ach, die Tür hat sie rausgerissen. Aber das haben wir ganz gut gelöst gehabt eigentlich. Das ging so. Bisschen kaputte Kleidung, aber Sumless, wie geht's dem Sumless eigentlich? Ist okay. Wie ist hier so? Flymi, das ist grundsätzlich eine gute Idee. Hätte ihm aber auch nicht mehr geholfen, weil der Arzt noch nicht mehr hingelaufen wäre. Bis Sumless da gewesen wäre, wäre es schon zu spät gewesen. Der war einfach, das war einfach alles zu knapp. Der hat zu viele Treffer bekommen. Der hat, im Prinzip war er schon hier oben tot. Wir haben ihn zwar noch ins Bett getragen, aber das wäre einfach nichts mehr geworden. Ja, aber... Aber... Ohne Medizin, ja, wäre vielleicht hätte vielleicht geklappt, ne? Hätte vielleicht geklappt. Man weiß es nicht. Ich finde es schön, dass der Raum hier mittlerweile schon ordentlich hübsch ist. Gefängnisbaracke eindrucksvoll. Und hier? Eindrucksvoll. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Chat. Ja, Essen ist noch... Ja, Essen wird langsam knapp, ne? Lass uns mal ein paar Wildschweine jagen. Einen Waschbär, die Hasen und so weiter lasse ich für die Tiere. Den Steinbock holen wir auch noch. Bisschen was zu essen holen. Ja, der Winter ist bald rum. Sammler ist hier, gönnt sich aber auch hart, ne? Warm, 5 Stunden. Ich bin froh, wenn das alles mal durch ist. Da haben wir solche Aufgaben halt einfach nicht mehr an der Backe. Hat Maruko gerade
vor dem gelben Stinktier sein Mittagessen oder sein Abendessen hier gegessen. Das halt schon, das halt schon ein bisschen Folter, ne? Schau mal, wie lecker das ist. Oh, Das ist schon bitter. Makuko. Schon ein bisschen Sauerei alles. Hallo, Louis hat einen Wutanfall. Nicht schon wieder. Macht er kaputt? Bitte keine Heizung oder sowas. Toll, sein eigenes Bett macht er, versucht er zu demolieren. Und sein Tisch. Toll, hat er auch noch geschafft. Haben wir's dann? Danke. Okay. Hansa kommt zum Reparieren. Ist auch gut. Maruko ist auch schon wieder kurz vorm Exodus. Ja, muss aber nur ein bisschen schlafen, dann wird das schon. Wie gesagt, unsere Schießskills werden auch langsam besser. Also alle Leute, die wir jetzt aktuell hier haben, treffen zumindest ab und zu mal. Ja, also schießen nicht bei jedem Schuss vorbei, sondern vielleicht treffen sie auch nur jeden dritten Schuss. Aber das ist egal. Vorher haben sie halt jeden zehnten getroffen und das ist auf Dauer schon anstrengend. Zwergen. Damien, Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Jetzt gucken wir mal gerade. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg gerade auch. Wenn ich jetzt so mal schaue, unsere Kolonie hat einen soliden Anfang genommen. Wir müssen allerdings den Ausbau machen. Ich wollte hier einen schönen Forschungsraum reinbauen. Oh, Verzeihung, ich glaube, das machen wir auch. So einen soliden Forschungsraum hier reinzuklemmen, wäre, glaube ich, noch eine schöne Angelegenheit. Oh, danke euch. Dann brauchen wir das hier nicht reinmachen, dann haben wir hier Platz für andere Sachen. Sammler ist verwirrt. Wo ist Sammler gerade? Hier. Im Tempel. Ah, da müssen wir schauen. Und zwar 2 Stunden noch. Extrem eindrucksvoll. Na komm, jetzt aber. Wobei, da müssen wir auf Samlis warten, dass der sich wieder fängt. Ja, das wäre halt cool, wenn sich Samlis jetzt wieder fängt, weil der muss am Ritual teilnehmen, sonst wird's blöd. Der muss da teilnehmen. Warten wir mal kurz, bis Samlis wieder halbwegs fit ist. Yes! Wir haben's! Okay, pass auf. Die grundsätzliche Androiden-Geschichte machen wir auch noch. Samlis hat ja irgendwann Hunger und spätestens, wenn jemand Hunger hat, kommt er meistens wieder zu sich. Na, weil der macht das ja auch nicht ewig mit. Savanski hat sich von mir geschieden, deswegen. Oh. Da.
Na gut, er hat Gründe. Kann man so sagen. Das sind sehr solide Gründe sogar. Wobei, das kann auch eine ganze Weile dauern. Dann machen wir jetzt trotzdem das Ritual. Aber... wir probieren es trotzdem, komm. Möge ihn der große Zwerg auf den rechten Weg führen. Das stimmt, ja. Das ist, wir bringen ihn dahin, wo er hin muss. Und wir hoffen, dass wir ihn dahin bringen, dass er mitmacht. Souveränes Ritual, jawohl. Haben wir ihn? Wir haben ihn! Es sind Ratten. Verflucht nochmal, es sind Ratten! Alarm! Alle Mann auf Gefechtsstation, wir kriegen Ratten rein. Da kommen sie. Okay, Samanski, du musst nach hinten. Wir müssen die auch ein bisschen auf die Seite verlagern. Okay, da kommt, da geht's los. In die Kugellage, verdammt! Mäht sie nieder! Waren alle, oder? Warte, bis der Rauch sich gelegt hat. Savanski startet eine Beleidigungstour. Genau, was wir jetzt gebraucht haben, Chat. Aber das Gute ist, jetzt geht erstmal jeder ins Bett, wenn Savanski alle beleidigen möchte. Sumless ist eh schon fertig mit den Nerven. Jetzt ist rum. Schön. Dank eines hohen Stimmungswertes. Okay. Tierzähmen, egal. Hallo, Louis. Haben wir nicht ein Riesenfaultier weiblich hier irgendwo rumlatschen? 6 Jahre alt. Das darf nur Louis zähmen. Der wird es aber auch machen. Ich hoffe zumindest sehr daran, dass er es tut. Wenn das funktioniert, Chat, drehe ich komplett durch. Das wird großartig. Da hätten wir eine überdimensionale Faultierzucht. Das wäre großartig. Okay, die haben hier genug zu tun gerade. Ja, der Widerstand ist fast bei 0. Bei ihm hier? 14. Okay, das geht auch noch. Nee, wenn der 100% Chance hat, dann kann da nichts passieren eigentlich. Yoshi, dann kann da fast nichts passieren. Weil damit rage das Tier da nicht. Kann ich ihm das befehlen jetzt eigentlich? Wo ist das Faultier? Hier. Ach, weil es schläft. Ja, leck. Okay. Deswegen rennt er da noch nicht, wie wir ihr angestochen hin.
Und jetzt? Komm, der ist doch so gut drauf. Das muss doch klappen jetzt. Wo ist es jetzt? Hier oben. Keine geeignete Nahrung. Fressen die kein Heu? Boah, ey. Jetzt aber vielleicht. Mal gucken. Vielleicht kümmert sich da jemand um die Pflanzen. Mal gucken. Beeren wären toll. So, jetzt warte, bevor das schief geht. Oh nein, ein Gebiet wurde freigelegt. Okay, das ist noch in Ordnung. Müssen die nicht... Warte mal, die fressen doch Beeren, oder? Früchte, Samen, Pflanzen. Okay. Wir haben doch hier gerade massenhaft Beeren, oder? Jetzt schläft es gleich wieder, oder? Wo ist es jetzt hin? Wo ist es hin? Da. Nee. Vielleicht brauchen wir einfach mehr. Pilze fressen die auch? Ja, es steht nicht so eindeutig da, ne? Robotics haben wir gelernt, okay. Für die Prothetik brauchen wir den Maschinenbau zuerst. Mechanikerwerkbank. Dann können wir aber auch Schusswaffen herstellen. Machen wir mal. Der braucht garantiert irgendwas anderes. Was frisst unser Faultier eigentlich den ganzen Tag? Ich meine, unser Faultier muss sich ja auch von irgendwas ernähren. Reis hat es auf jeden Fall gefressen, das habe ich mal gesehen. Aber es ist auch 17, ey. Wir brauchen demnächst dringend Nachwuchs, sonst wird das echt eng. Ich glaube 22 werden die. Nächste Frage, Freunde. Ja, wir können ja mal auf die nächste Pilzernte noch warten, aber das dauert halt noch eine ganze Weile. Oder wir ernten hier mal schnell Primärpilz. Mal gucken. Ja, Händler wäre auch noch eine Möglichkeit. Sawanski, kannst du das ja? Stopp. Louis, zeig mir mal schnell das Faultier.
Wenn ihr sagt, da gibt Pilze, mag das. Wir haben kein Essen für das Tier. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Tatsächlich nicht. Taking on another day with the ups and the downs, my